fernab der geschäftigen Touristenpfade, die nach Machu Picchu oder Ollantaytambo führen, liegt im abgelegenen Hochland des Heiligen Tals in Peru ein geheimnisvoller Ort, versteckt in einer Felshöhle. Diese Stätte heißt Ñaupa Iglesia, genauer gesagt Ñaupa Huaca. Es wird angenommen, dass es sich bei dieser mysteriösen und ungeklärten Struktur um eine prähistorische Stätte handelt, die von einer Zivilisation hinterlassen wurde, die viel älter ist und weit fortgeschrittener war als die bekannte Inka-Zivilisation, die in dieser Region lebte. Auf halber Höhe der steilen Schlucht wurde sorgfältig ein umgekehrter, V-förmiger Eingang in den Berghang gehauen, der neugierige Entdecker dazu einlädt, in die darin verborgenen Geheimnisse einzutauchen. Doch wenn sie die Höhle betreten, werden sie sofort erkennen, dass der Eingang durch Steinschutt versperrt ist und eine zusätzliche Steinmauer zur Gewährleistung der strukturellen Integrität errichtet wurde. Diese Steine haben jahrhundertelang die weitere Erforschung dessen, was dahinter liegt, verhindert. Wollten die Inkas etwas Heiliges oder etwas Gefährliches im Inneren der Höhle schützen? Die Antworten bleiben verborgen, aber die Fragen tauchen weiterhin auf, während wir die sichtbaren Teile der Stätte erkunden. In der Nähe des blockierten Eingangs befindet sich eine sorgfältig gearbeitete Scheintür, die nahtlos in die Felswand integriert ist. Diese falsche Tür widerspricht allem, was wir über die technologischen Fähigkeiten antiker Zivilisationen wussten. Welche Art von Technologie oder Maschine wurde verwendet, um das Grundgestein mit solch laserähnlicher Präzision zu schneiden, um diese flache Tür herzustellen? Die Scheintür war aus dem notorisch harten Andesitgestein gehauen. Andesit ist mit einer Härte von etwa 7 auf der Mohs'schen Härteskala vergleichbar mit Granit, was die Bearbeitung unglaublich schwierig macht. Die Präzision, die sich in der Arbeit der falschen Tür zeigt, ist geradezu erstaunlich. Wenn man bedenkt, dass das Schneiden und Formen von Andesitgestein mit solcher Genauigkeit eine Aufgabe ist, die selbst mit moderner Technologie schwierig wäre. Der Stein ist bruchfest und gibt Werkzeugen aus weicheren Materialien nicht so leicht nach. Die traditionellen Methoden der Inka-Zivilisation verwendeten Stein- oder Kupferwerkzeuge, die wahrscheinlich zu rauen, unebenen Oberflächen führten und es schwierig machten, die scharfen, klaren Linien der falschen Tür zu erreichen. Die schiere Präzision der Winkel, die Glätte der Oberfläche und das Fehlen von Werkzeugspuren lassen darauf schließen, dass hierfür eine alternative und weitaus bessere Methode verwendet wurde. Jay vom Fernsehsender The Voyager hat mit Hilfe von Helder vom Sender Megalithic Evidence einen bemerkenswerten Dokumentarfilm über die Stätte gedreht. Mithilfe eines Feldmikroskops untersuchten sie die Oberfläche des Steins, um festzustellen, ob Spuren von Meißelarbeiten vorhanden waren. Sie waren schockiert, als sie sahen, dass es anstelle von Meißelspuren offenbar Schichten aus geschmolzenem Andesit gab, der sich in eine glasige, obsidianähnliche Oberfläche verwandelt hatte. Diese Entdeckung veranlasste sie dazu, die Art der Wärme in Frage zu stellen, die für eine solche Umwandlung erforderlich ist. Um Andesit, ein Vulkangestein, das hauptsächlich aus Plagioklas-Feldspat und Pyroxen besteht, zu Obsidian zu schmelzen, sind extrem hohe Temperaturen erforderlich. Andesit schmilzt typischerweise bei Temperaturen um 1000 Grad Celsius. Um es jedoch in ein obsidianähnliches Material umzuwandeln, müsste die Hitze noch intensiver sein und wahrscheinlich Temperaturen von über 1200 Grad Celsius erreichen. Diese Art von Wärme geht weit über das hinaus, was die Menschen damals oder sogar in der frühen Neuzeit mit traditionellen Methoden wie Holz- oder Kohlefeuern erzeugen konnten. Diese Beobachtung legt nahe, dass die Oberfläche des Andesits einer unbekannten, intensiven Hitzequelle ausgesetzt war. Die genaue Methode oder Quelle dieser hohen Temperatur bleibt Gegenstand von Spekulationen und Untersuchungen, was das Geheimnis des Ortes und die fortschrittlichen Fähigkeiten der Erbauer noch verstärkt. Es scheint, dass nichts an dieser Stätte durch Zufall entstanden ist.
Die Höhlendecke wurde bemerkenswert präzise geschnitten, als wäre sie mühelos zerteilt worden, obwohl sie sich auf einer Höhe von knapp 3000 Metern am Rande einer Schlucht befindet. Die Oberfläche wurde perfekt geglättet und bildet zwei deutliche und bewusste Winkel, 60 Grad und 52 Grad. Interessanterweise kommen diese spezifischen Winkel nur an einem anderen Ort auf der Erde zusammen vor, den Neigungswinkeln der beiden großen Pyramiden von Gizeh. Die Maße der Hauptkammer sind alles andere als zufällig. Das Längen- und Höhenverhältnis beträgt exakt 3:1 und bildet in der zweiten Oktave eine perfekte musikalische Quinte. Derweil das Verhältnis der Nische 5:6 beträgt, was eine kleine Terz ergibt. Das Verhältnis 5:6 ist sowohl ungewöhnlich als auch voller Informationen. Es spiegelt die Bewegung der Erde wider, bei der der Pol des Planeten alle 25.920 Jahre eine vollständige axiale Drehung durchführt, während sich die Neigung des Äquators alle 21.000 Jahre um 4 Grad verschiebt, was zu einem Verhältnis von 5:6 führt. Diese präzise Berechnung der Erdbewegung findet sich auch in einer anderen bemerkenswerten Struktur der gebogenen Pyramide Ägyptens, wo die Neigungswinkel die gleiche mathematische Beziehung verschlüsseln. Genau wie bei der großen Pyramide von Gizeh zeigt die Geometrie von Yaupawaka ein detailliertes Verständnis der Astronomie mit überall spezifischen Winkeln und mathematischen Verhältnissen. Aber wenn man all das bedenkt, kommt man nicht umhin, sich zu fragen, was ist der wahre Zweck dieser Struktur? Warum wurde so viel Mühe aufgewendet, eine Tür zu schaffen, die ins Nirgendwo führt? In der alten Quechua-Sprache bedeutet das Wort Ñaupa alt und bezieht sich oft auf etwas Ursprüngliches aus der fernen Vergangenheit. Der Begriff Waka hat eine tiefere spirituelle Bedeutung. Wakas wurden oft als Orte betrachtet, an denen das Göttliche mit der irdischen Welt interagierte und als Brücke zwischen der physischen Welt und der Welt der Götter oder Vorfahren diente. Daher kann der Name Ñaupawaka als antiker heiliger Ort oder alte heilige Stätte interpretiert werden. Aus diesem Grund glauben viele, dass es sich bei diesen falschen Türen um eine Art Portal handelt, das Wurmlöcher erzeugen und Raumzeitreisen ermöglichen kann. Andere glauben, dass es sich nicht um physische Portale, sondern um metaphysische Tore handelt, die es ihrem Bewusstsein ermöglichen, eine Brücke zwischen verschiedenen Bereichen zu schlagen. Aus diesem Grund ist der Ort zu einem immer beliebteren Ziel für diejenigen geworden, die spirituelle Erleuchtung, Heilung und Verbindung zu alten Energien suchen. Der Ort, der oft als ein Ort hoher Schwingung beschrieben wird, zieht Menschen aus der ganzen Welt an, die sich spirituellen Praktiken wie Meditation, Energieheilung und Ahnenverehrung widmen. Ñaupawaka gilt als Energiewirbel, ein Ort, an dem die Energie der Erde besonders stark ist. Besucher glauben, dass das Stehen in oder in der Nähe dieser Wirbel zu tiefgreifender spiritueller Heilung und Transformation führen kann. Viele Menschen berichten, dass sie dort eine intensive Energie verspüren, die sie als Tor zu höherem Bewusstsein oder als Mittel zur Verbindung mit ihrem inneren Selbst interpretieren. Einige Besucher berichten, dass sie eine direkte Verbindung zu Sternenwesen oder kosmischen Kräften verspüren, während sie vor Ort meditieren oder Rituale durchführen, und behaupten, dass sie von diesen höheren Intelligenzen Botschaften oder Anleitungen erhalten. In der andinen Kosmologie gibt es bestimmte Orte, von denen angenommen wird, dass sie als Portale oder Verbindungen zwischen verschiedenen Bereichen fungieren. Vielleicht weist das Mauerwerk von Ñaupawaka deshalb auffallende Ähnlichkeiten mit den Stelen auf, die man in Cusco sieht, etwa Ollantaytambo und Pumapunku. Was diese Stätten gemeinsam haben, ist der antike Mythos eines reisenden Baugottes Viracocha, der zusammen mit 7 Leuchtwesen nach einer großen Flut vor 10.000 Jahren in Tiwanaku erschienen sein soll, um beim Wiederaufbau der Menschheit zu helfen. Interessanterweise wird dieselbe Gruppe in Ägypten
in Mesopotamien und verschiedenen anderen Teilen der Welt erwähnt. Es überrascht nicht, dass die gleichen Scheintüren auch in diesen Regionen zu finden sind. Sind die Ähnlichkeiten zwischen all diesen über den Globus verstreuten Standorten nur ein Zufall? Angesichts des enormen Aufwands, der für diese Arbeit erforderlich war, hatte ihr Design sicherlich eine sehr wichtige Bedeutung oder sogar eine Funktion. Aber kehren wir zurück zu Nyaupawaka. Direkt unter der Portaltür können wir die groben Überreste eines scheinbar zerstörten Fundaments sehen. Auf der rechten Seite der Höhle können wir die Überreste einer weiteren präzisen Arbeit sehen, wobei diese auf der anderen Seite dieses Felsstücks fortgesetzt wird. Es scheint, dass ein gewaltiges, katastrophales Ereignis diese Stätte zerstört und alle fehlenden Gesteinsstücke verstreut hat. Wer weiß, wie die wahre Größe der Stätte vor tausenden von Jahren wirklich aussah. Direkt am Eingang der Höhle befindet sich das bemerkenswerteste Bauwerk von Nyaupawaka, der sogenannte Altar. Dieser atemberaubende Megalith wurde aus Blaustein gehauen und ist der einzige Blausteinaufschluss, der in der gesamten Region gefunden wurde. Blaustein hebt sich in starkem Kontrast vom umgebenden Sandstein ab und enthält eine Kristallart, die für ihre außergewöhnlichen piezoelektrischen Eigenschaften geschätzt wird. Aus diesem Grund wurde Blaustein einst in frühen Radioempfängern verwendet. Zusätzlich zu seiner Fähigkeit, unter mechanischer Belastung elektrische Ladungen zu erzeugen, ist das Gestein auch magnetisch, was zu seinen faszinierenden natürlichen Eigenschaften beiträgt. Der natürliche Magnetismus und die piezoelektrischen Eigenschaften des Megaliths lassen darauf schließen, dass er bewusst für einen Zweck ausgewählt wurde, der weitaus bedeutender war als das, was wir normalerweise mit antiken Megalithen verbinden. Die Oberflächen sind unglaublich flach und die Winkel zwischen den Schnitten sind scharf und sauber. Diese rechtwinkligen Nischen und Kanten sind so exakt, dass sie fast mathematisch perfekt erscheinen, ein Kennzeichen fortschrittlicher Steinbearbeitungstechniken, die normalerweise nicht mit den Inka- oder Prä-Inka-Kulturen in Verbindung gebracht werden, in denen traditionell Bronze oder Steinwerkzeuge verwendet wurden. Der Altar enthält eine Reihe perfekt rechteckiger Nischen mit scharfen, definierten Ecken. Die Schaffung solcher Nischen in Hartgestein erfordert nicht nur Präzision, sondern auch die Fähigkeit, die Form und Größe der Schnitte mit einem hohen Maß an Genauigkeit zu steuern. Bei Bronzewerkzeugen wäre es schwierig, derart scharfe Innenwinkel zu erhalten, ohne abzusplittern oder Unvollkommenheiten zu erzeugen. Wir sehen auch zwei große Noppen an der Struktur, wodurch sie dem trapezförmigen Brunnen, den wir Ihnen in Ollantaytambo gezeigt haben, sehr ähnlich ist. Der Brunnen weist außerdem auf mehreren Ebenen Gravuren auf, zusammen mit Resten von zwei Knöpfen, die jetzt zerbrochen sind. Obwohl der Brunnen nicht aus Blaustein, sondern aus Granit besteht, weist er auch piezoelektrische Eigenschaften auf. Und durch schnelles Streichen mit dem Finger am Rand kann man den Wasserfluss beeinflussen. Leider wurde der Altar von Nyaupawaka im 16. Jahrhundert von den spanischen Konquistadoren gesprengt, die Dynamit in dieses Loch warfen und so den oberen Teil des Bauwerks völlig zerstörten. Dies war das Schicksal vieler hochentwickelter prähistorischer Bauwerke, die als Bedrohung für die Überlegenheit der christlichen Nationen dieser Zeit angesehen wurden. Interessanterweise verfügten die spanischen Invasoren nicht über die Technologie, einen so harten Stein in einer solchen Tiefe zu bohren, was darauf hindeutet, dass das Loch höchstwahrscheinlich Teil der ursprünglichen Struktur war. Wenn wir uns das Bohrloch genauer ansehen, können wir erkennen, dass es perfekt verteilte, durchgehende Spiralrillen gibt. Dieses Muster ähnelt eher den Spuren, die moderne Maschinen hinterlassen, beispielsweise ein schnell rotierender Bohrer. Doch der Altar zeugt nicht nur von aufwendiger Handwerkskunst, sondern auch von einer präzisen Ausrichtung auf Himmelskörper. Die Azimute der drei Kammern des Altars sind alle auf unterschiedliche Himmelsereignisse ausgerichtet, wie der Aufgang des Sirius, die Wintersonnenwende und verschiedene Sternbilder. Das anhaltende Rätsel, wozu das Nyaupawaka genau dient und ob es sich um eine Art Portal,
physisch oder spirituell handelt, bleibt ungelöst. Tatsächlich sind auch die wahren Erbauer der Stätte unbekannt. Mainstream-Historikern zufolge wird die Stätte der Inka-Zivilisation zugeschrieben. Allerdings können wir die Werke der Inka leicht von den weitaus fortgeschritteneren Megalithstrukturen unterscheiden. Die Inka, die für die Verwendung von rauem, mörtelfreiem Mauerwerk und Ziegeln aus Ton oder Lehm bekannt sind, versuchten die komplizierten und präzisen Designs der antiken Megalithen nachzuahmen. Ihre Konstruktionen sind zwar für sich genommen beeindruckend, verblassen jedoch im Vergleich zur Präzision und Handwerkskunst der älteren Arbeiten in Yaupawaka. Die megalithischen Arbeiten mit ihren glatten Oberflächen, scharfen Winkeln und makelloser Geometrie übertreffen bei weitem die Fähigkeiten der bronzezeitlichen Werkzeuge der Inka oder der Technologie einer anderen bekannten Zivilisation aus dieser Zeit. Tatsächlich wird es auch heute noch schwierig sein, sie mit unserer modernen Technologie zu reproduzieren. Was sind Ihre Theorien zu den bemerkenswerten Strukturen von Yaupawaka? Glauben Sie, dass es sich hierbei um eine Art prähistorische Megalithstruktur handelte, die einem hochentwickelten technologischen Zweck diente, etwa als physisches oder spirituelles Portal? Oder glauben Sie, dass dies das Werk der Inka war oder einer viel älteren und anspruchsvolleren Zivilisation? Teilen Sie uns dies gern unten in den Kommentaren.